Welcome back, liebe Gaming-Freunde, beim Inka-Channel zur RDR 2. Get the Trophy mit. Für kein Kopfgeld der Welt. Überlebe 3 Tage mit einem Kopfgeld in Höhe von 250 Dollar in allen Staaten. Links auf der Map seht ihr auch nochmal alle Staaten und das Kopfgeld, das dafür relevant ist. Also mindestens 250 Dollar. Was ihr für diese Trophäe braucht, sind ganz viele Arzneimittel oder noch besser das Wundertonikum. Damit frischt ihr auch euer Red Eye immer wieder auf, weil ihr werdet es brauchen. Am einfachsten kommt ihr auf die 250 Dollar, wenn ihr in den Städten ein paar Sheriffs anlockt und dann die Sheriffs nacheinander ausknipst. Ausgenommen in Amberino gibt es in jedem Staat eine Stadt, in der ihr gut Sheriffs anlocken könnt. Wenn die Sheriffs kommen, nehmt ihr euch einen nach dem anderen vor, so lange bis ihr bei 250 Dollar Kopfgeld angelangt seid. Benutzt euer Red Eye im großen Stil und denkt dran, mit dem Spezialwunder-Tonikum euer Red Eye und auch eure Energie immer wieder aufzuladen.
Mit dem Spezialtonikum seid ihr zwar erstmal vor weiteren Schüssen geschützt, denkt aber daran, wenn ihr den Start abgeschlossen habt, dass ihr im Nachgang etwas zu euch nehmt, damit auch euer Kern wieder aufgefüllt wird. Wenn ihr die $250-Grenze erreicht habt, dann wird es Zeit, aufs Pferd zu steigen und einen Abgang zu machen. Und zwar erstmal die Sheriffs auf große Distanz zu bringen. Danach könnt ihr in den nächsten Bundesstaat wechseln. Wenn ihr das Kopfgeld in einem Start erfolgreich erreicht habt, ohne zu sterben, im Nachgang unbedingt ein Safe Game anlegen, weil dann kann euch nichts mehr passieren und ihr könnt in aller Ruhe den nächsten Start angehen. Thank you.
too. Da es in Amberino keine Stadt gibt, müssen wir uns hier etwas anderes einfallen lassen. Hier wird es empfohlen, einen Zivilisten umzulegen und diesen auf unserem Pferderücken spazieren zu tragen. Jetzt braucht ihr noch einen Zeugen, der euch beim nächsten Sheriff oder Bounty Hunter meldet. Und dann müsst ihr einfach abwarten, bis die Sheriffs kommen. Save yourself the hassle and get out of here. You're dead meat. Triggers, boys! They're dead. Hey! They're right on this! Well,
up. Slow and steady now. I ain't saying it again. Stick 'em up. In Amberino kann es euch durchaus mal passieren, dass euch die Sheriffs ausgehen. In diesem Fall wiederholt ihr das ganze Prozedere einfach. This is the end for you, pal.
Habt ihr endlich in allen Staaten das Kopfgeld von $250 gesammelt? Sucht ihr euch ein ruhiges Plätzchen, auf dem ihr euer Lager aufschlagen könnt. Und dann legt ihr euch immer wieder so lange hin, bis ihr die Trophy bekommt. Das sind, glaube ich, so circa 3 Nächte, die ihr da schlafen müsst. Und es kann sein, dass ihr zwischendurch mal ein paar Minuten warten müsst, weil sich euer Charakter nicht sofort nach dem Schlafen wieder hinlegen kann. Aber damit sollte alles bestens funktionieren und ich gratuliere euch zu eurer Trophy. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar, ein Like oder ein Sub da.